Also macht er wirklich gut. Du siehst hier in dem, in dieser kleinen Übung, wenn man es Übung nennen kann, Aufschlag, erster Ball, zieht er wirklich den ersten gut. Also Tim, das muss er zu seinem Spiel machen. Ne? Umlaufen, muss er nur aufpassen, dass die Leute nicht anfangen, lange in den Vorhand oder kurz abzulegen, dann steht man auch immer doof da. Jetzt zu Tims starker Seite. Richtig, ja. Muss Rückhand jetzt anziehen. Halt dann 5-0 zurückliegst oder sowas, dann würde ich diese auspacken. Echt gut. 4, 18,41. Die verziehen noch sehr, sehr viele Bälle und ich glaube wirklich, dass Tim das so gut macht, weil er vor allem der Jugend mehr gespielt hat. Ne? Aber da siehst du, wie wichtig es ist, den ersten Ball auf den Tisch zu ziehen. So, weil der Tim das so gut gemacht hat, den ersten Ball angezogen, kriegt er eine Bonusaufgabe jetzt, zieht aus der Halbdistanz gegen und zwar zwei aus der Mitte, zwei aus der Vorhand. Wir sollen gucken, dass er ein bisschen sicherer wird. Ja.
Ja. Ansonsten Vorhand, denke ich, weiter ausbauen. Aber und das Ganze dann umsetzen im Spiel wird auch aufkommen sein. Ja. Das ist Angabe, dass die Aufsteiger, die man selber macht, dass dann im besten Fall zwei Punkte sind. Ja, direkt aktiv spielen. Genau. Nicht so viel rumeiern, herumschupfen, sondern direkt die Offensive suchen. Ja. Und wenn man Offensivspieler ist, dann hat man ja einen Plan. Wenn man Abwehrspieler ist, dann bringt das nichts. Dann kannst du ja noch mal auf dem Land auf die. Okay. Ausblick für die nächste Stunde wird natürlich eine kleine Wiederholung sein. Und wir gehen auch mal darauf, mal den zweiten Ball zu spielen. Ne? Also ersten Ball anziehen, zweiten Ball nachziehen aus allen Positionen. Da wird der Schwerpunkt sein, dass er nicht nur den ersten Ball anzieht, sondern danach auch einen guten, festen Ball auch nachzieht. Und darauf freue ich mich schon. Und ich hoffe, du auch. Viel Spaß. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. So, genau. Das hat schon lang. Ciao.